Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier habe ich für euch das neue Sony Vaio Pro 13 Ultrabook. Es ist das aktuellste Ultrabook von Sony. Daneben gibt es noch das Pro 11 mit 11 Zoll. Wir haben hier die 13 Zoll Variante für alle, die es ein bisschen größer mögen. Und bevor wir zu den technischen Daten kommen, schauen wir es uns erstmal von allen Seiten an. Wie die meisten Ultrabooks ist es keilförmig aufgebaut. Wir haben an der dünnsten Stelle ca. 14 mm und an der dicksten Stelle ca. 19 mm Dicke. Schauen wir uns dann gleich mal die Anschlüsse an. Da haben wir hier auf der linken Seite eigentlich nur den Anschluss für das Netzteil. Die restlichen Anschlüsse befinden sich auf der rechten Seite und da haben wir einmal einen HDMI-Port, zweimal USB 3.0, einen Headset-Port und einen SD-Kartenleser. Das mitgelieferte Netzteil ist schön kompakt und hat hier an der rechten Seite einen USB-Port. Für was ist das denn? Für diesen Adapter. Und zwar können wir hier noch an das Netzteil etwas dran klemmen, falls wir es brauchen, und bekommen hier dadurch einen Netzwerkanschluss. Das Schöne daran ist natürlich, wenn wir jetzt schon absehen können, dass wir keinen Ethernet-Anschluss benötigen, dann lassen wir diesen Adapter einfach zu Hause oder in der Tasche. Dann ist das Netzteil wirklich kompakt. Der Adapter dient auch als WLAN-Router. Wir können dann beispielsweise im Hotel den Ethernet-Port nutzen und die Internetverbindung an Geräte weitergeben. Ein wirklich sehr nützliches Tool, was hier eben an das Netzteil angeschlossen werden kann. Und wenn ihr den WLAN-Router nicht am Netzteil angeschlossen habt, könnt ihr hier euer Smartphone aufladen. Und wer zu Hause, auf der Arbeit oder in der Uni noch einen alten Beamer-Monitor mit VGA-Anschluss hat, für den bietet Sony hier einen Adapter von HDMI zu VGA. Laut Sony haben wir hier das leichteste Ultrabook der Welt stehen. Es wiegt nur 1,1 Kilogramm und ist im Bereich 13 Zoll mit Touchscreen auch wirklich derzeit das leichteste. Gleiches gilt übrigens auch für das Sony Vaio Pro 11, die 11 Zoll Variante. Diese ist im 11 Zoll Bereich mit Touchscreen auch derzeit das leichteste Ultrabook. Und wie es sich für ein Ultrabook gehört, haben wir hier auch eine SSD verbaut, standardmäßig mit 128 GB. Es gibt aber noch 256 GB und 512 GB, die könnt ihr euch im Sony Store einfach dazu konfigurieren, natürlich eben mit Aufpreis. Booten wir das Gerät mal, es hat ja jetzt schon den neuen Intel Haswell Prozessor. Dieser wurde ja ebenfalls auf der Computex vorgestellt. Und ihr seht, der Bootvorgang war extrem schnell. Ich hatte das Gerät vorhin heruntergefahren und das war ein wirklich sehr schneller Bootvorgang. Das könnt ihr auch jetzt gleich nochmal sehen. Moment. So, Einstellungen. Ja, Einstellungen. Herunterfahren. Lassen wir das Gerät jetzt nochmal herunterfahren und starten es noch einmal. Warten wir noch, bis die Status-LED ausgeht. So, aus und schalten wir es wieder ein. Kommt dieses Vaio-Logo. Und wir sind angemeldet. So muss das sein. Das Display hat eine Diagonale von 13,3 Zoll, das sind 33,7 Zentimeter, und bietet eine Full-HD-Auflösung. Also 1920 mal 1080 Pixel. Es ist glossy, da eben auch ein Touchpanel verbaut ist. Ihr seht hier nochmal die Auflösung. Die Auflösung ist wirklich perfekt, wenn ihr mit vielen Fenstern arbeitet, denn hier könnt ihr mehrere Fenster nebeneinander darstellen, ohne dass es zu Platzproblemen kommt. Das Touchpanel macht natürlich in der Windows 8 Oberfläche hier am meisten Spaß, da die Icons groß genug sind. Denn im Desktop-Modus ist das alles ein bisschen klein. Über dem Display befindet sich auch eine Exmor HD Webcam mit 1 Megapixel. Diese könnt ihr dann für Videokonferenzen oder Selbstporträts benutzen. In der Systemsteuerung und der Anzeige könnt ihr einstellen, wie groß eben die Bildschirminhalte angezeigt werden. Bei 100 ist es eben komplett 1920 mal 1080 Pixel, also Full HD. Unter Mittel geht es dann. Das ist der Standard. Dort ist alles ein bisschen leichter zu lesen und groß. Falls euch das Ganze dann wirklich zu klein ist, könnt ihr auf
größer stellen auf 150%, dann wird es eben 150% vergrößert. Wir haben ja hier auch ein Sony Triluminos Display verbaut. Das bietet einfach sattere Farben, das könnt ihr hier auch schon sehen. Von der Helligkeit ist es okay. Man kann damit draußen auch arbeiten, aber direkte Sonneneinstrahlung würde ich eben vermeiden, da wir hier ein glossy Display haben. Beim Vaio Pro 13 habt ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Prozessoren zu wählen. Beides sind neue Intel Haswell Prozessoren. In unserem Testgerät hatten wir einen Intel Core i5 4200U Prozessor mit 1,6 GHz. Und es gibt noch die Möglichkeit, einen Core i7 4500U mit 1,8 GHz zu ordern. Auch habt ihr die Wahl zwischen 4 GB und 8 GB Arbeitsspeicher. Die Tastatur ist im Chiclet-Style-Design und wir können hier auch wunderbar schreiben. Ich finde den Druckpunkt ideal, ich konnte schon längere Texte damit schreiben. Es ist beleuchtet. Was einigen negativ auffallen könnte, ist, dass sich eben hier die Tastatur ein klein bisschen durchdrückt. Unter der Tastatur haben wir ein ausreichend großdimensioniertes Touchpad mit integrierten Maustasten. Was sagt die Akkulaufzeit? Wir hatten das Vaio Pro 13 jetzt eine Woche im Test und hatten mit niedrigster Helligkeit und ausgeschalteten WLAN eine Akkulaufzeit von ca. 10 Stunden. Wie ihr aber sehen könnt, ist unter Volllast eben auch mal unter 4 Stunden drin. Durchschnittlich haben wir hier ca. 7 bis 8 Stunden erreicht. Es gibt aber noch einen Zusatzakku, der sich auf der Unterseite andocken lässt. Der soll die Akkulaufzeit verdoppeln, macht das Gerät dann aber auch schwerer und dicker. Wem kann ich das Vaio Pro 13 empfehlen? Ich würde sagen, Geschäftsleute und Studenten, die viel unterwegs sind und eben ein dünnes und leichtes Ultrabook zu schätzen wissen, die viel schreiben, da die Tastatur wirklich gut ist und die eben auch Touch einsetzen. Das ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder braucht Touch, aber es ist halt schön und die meisten Ultrabooks, die jetzt auf den Markt kommen, werden Touch eben dabei haben. Das war mein Testbericht zum Sony Vaio Pro 13, das derzeit leichteste 13 Zoll Ultrabook mit Touchscreen. Falls ihr Interesse an dem Gerät habt, findet ihr hier unten eingeblendet eine URL. Die findet ihr auch in der Videobeschreibung anklickbar. Dort findet ihr immer den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit dieses Gerätes. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr diesem Video hier einen Daumen hoch, ein Mag ich auf YouTube gebt und wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann!